Ja, und an der Stelle herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Evil Within 2. Ja, vorab, die Aufnahme wird eventuell nicht lange gehen. Das Problem ist, hier ist leider kein Speicherpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Spiel rausgehen würde, ja, müsste ich den ganzen Scheiß von neu machen. Und darum, ich habe gesehen, dass hier wieder neue gespawnt sind in der Voranzeige. Und genau die krallen wir uns jetzt. Oh nein, der kommt hier, während der brennt. Okay, jetzt nicht mehr. Nein. Wollte ich schon immer mal machen. Oh, die können auch noch Schaden verursachen. Geil. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle von denen. Ich hoffe, dass gleich auch mal ein Speicherpunkt kommt, weil ich bin jetzt schon bei der 6. Folge, die ich heute aufnehme. Und ich nehme pro Tag nur 5 Folgen auf. Eieieiei. Immer noch kein Speicherpunkt, ey, ich könnte kotzen. Helfen Sie mir, eure Willen zu erpressen. Geben Sie mir die Macht des Kerns. Warum will jeder Union kontrollieren? Es ist nicht mal real. Union ist besser als die Realität. Union ist Morbius. Ihre Geister sind damit verbunden. Union zu kontrollieren heißt, wenn Sie denken, ich helfe einem Arschloch wie Ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen, sind Sie verrückter als gedacht. Geilen Speicherpunkt. Geil. Ein Speicherpunkt. Lass mal das suchen ganz kurz. Ja, dann würde ich sagen, die Aufnahme geht zwar nur 5 Minuten, ist mir aber auch im Endeffekt egal. Weil ich, wie gesagt, ich spiele keine Szenen voraus, die ihr nicht seht, das mache ich nicht. Und ich spiele auch nicht länger als 20 Minuten Folgen, weil sonst dauert das unwahrscheinlich lange mit dem Bearbeiten etc. etc. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Trick, den ich herausgefunden habe. Darum sage ich und entschuldige ich mich erstmal für die ganz, ganz kurze Folge hier. Eventuell wird die sogar an 2 gleichen Tagen rauskommen mit der vorherigen Folge. Ich entschuldige mich trotzdem für die ganz kurze Folge jetzt hier. An der Stelle sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich nutze jetzt diese Folge hier mal, um eventuell ganz kurz zu sagen, falls ihr eventuell ein Spiel habt, wo ihr gerne, ja, sagen wir es mal so, gerne Bock drauf habt, das zu sehen, dann schreibt das gerne in den Kommentaren. Ich nehme gerne Spielvorschläge an.
Das wisst ihr. Spielvorschläge, die ich zocken soll, nehme ich gerne an. Das wisst ihr. Und ihr könnt auch gerne die Gelegenheit nutzen, mal auf meinen Discord-Server zu joinen. Denn ich habe auch einen offiziellen Discord-Server. Den findet ihr in meiner Videobeschreibung, wie immer, quasi in jeder Aufnahme von mir. In den älteren ist es so, dass der Link eventuell abgelaufen sein könnte. Das heißt, einfach unter ein aktuelles Video, es kommen ja auch noch aktuelle Videos raus, einfach darunter dann den Link kopieren auf Discord, ne, und fertig. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Wir machen da halt auch Giveaways und so weiter und so fort. Das wird da alles stattfinden und bald kommen da auch noch ein paar neue Dinge hinzu. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für alle, die bis hierhin mit zugeschaut haben. Ich hoffe, dass ihr weiterhin dabei seid. Und für alle, die noch dazu kommen, herzlich willkommen erstmal und bis zur nächsten Folge. Ciao.